Hallöchen, ihr Lieben, herzlich willkommen zu diesem Video. Hare Krishna und Namaste, habe ich ja immer gesagt. Und ja, mein letztes Video ist ja eine Weile her und da habe ich ja auch erzählt, dass was passiert ist, was Schlimmes. Ja, jemand ist aus meinem Leben verschwunden. Und wer das von euch vielleicht aus der Familie kennt, damit ist ja immer sehr, sehr viel Arbeit auch verbunden, was ich nicht wusste bis dato. Es ist ja unglaublich, dieser bürokratische Aufwand in Deutschland. Ich meine, es hat alles auch so ein bisschen seine Berechtigung, aber es ist ja einfach nur irre. Es ist einfach anders, als wenn in einem Dorf, sage ich mal, eine Familie wohnt und es keine Gesetze geben würde, dann würde einfach, wenn jemand stirbt, das, was der hinterlässt, würde dann auf die Erben, auf die Kinder, was auch immer, übergehen. In Deutschland, also, boah, Katastrophe, ne? Es ist einfach eine Katastrophe, was mit den ganzen Verträgen ist und so weiter. Ja, also die letzten Wochen haben, ich glaube, man sieht es auch, ich sehe auch total schlimm aus, eine Mischung aus Zombie und was weiß ich nicht. Die letzten Wochen haben wirklich sehr, sehr an mir gezerrt. Es war super anstrengend und ich bin so froh, dass es jetzt wirklich bald vorbei ist. Also es ist wirklich eine scheiß Erfahrung gewesen. Ja, da fällt mir nur immer ein, mein Schlagwort oder Stichwort für letztes Jahr war ja Perspektivwechsel. Also ich glaube, ich habe wirklich einige neue Perspektiven kennengelernt, sowohl was das Arbeitsleben betrifft, als auch, ja, andere Erfahrungen, egal. Die Zeit ist zum Glück jetzt bald vorbei, also diese super anstrengende Zeit. Und der Grund ist, ich möchte jetzt in diesem Video auch gar nicht darauf eingehen oder darüber reden oder so. Das mache ich wahrscheinlich später noch irgendwas. Ihr werdet bestimmt noch einiges erfahren über irgendwas, was jetzt passiert ist. Interessante Dinge. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch viel in Zukunft kommt, weil wie gesagt, mein Stichwort für letztes Jahr war Perspektivwechsel. Mein Stichwort für nächstes Jahr sollte ja sein, dass ich meiner Kreativität endlich mal einen freieren Lauf lassen kann. Bin ich sehr gespannt, ob das funktioniert. Ja, und warum ich jetzt dieses Video mache, ist, ihr kennt es vielleicht von mir, oder ihr kennt, wenn ihr mich kennt, meine Videos, dann wisst ihr das. Ich habe schon öfters Silber verkauft und ja. Erzähle ich euch, warum ich jetzt Geld brauche statt Silber. Weil eigentlich ist Silber eine super Anlage. Ich habe darüber schon mehrere Videos gemacht. Ihr könnt auf meinem Kanal gucken. Ich habe schon mehrere Videos über das Thema Silber oder dass ich Silber von meinem Silber verkauft habe, darüber gemacht. Der Grund ist, weil ich einfach das Geld dringender brauche als die Silberanlage für die Zukunft. Aber Silber ist eine super Anlage, weil es wird überall gebraucht. In der kranken Elektro, wie heißt das hier, diese. Dass halt alles elektrisch sein soll, Elektrizitätswende, keine Ahnung, diese Klimawandel-Scheiße, die gerade passiert. Ja, da braucht man überall für die Akkus und so weiter. Silber ist ja auch egal und auch in der Industrie überall braucht man Silber. Und Silber ist sowieso auch nach Gold so das Edelmetall zum Wertaufbewahren, ne? Wissen wir ja alle. Und ich würde es nicht verkaufen, wenn ich nicht das Geld wirklich dringender brauche. Und ich kann euch sogar den Grund sagen. Der Grund ist, dass ich gerade kein flüssiges Geld habe. Also ich habe gerade keine Liquidität zur Verfügung, die ich aber brauche, denn eine Beerdigung und so weiter, damit hängen ja auch hohe Kosten zusammen. Und ja, was ich zum Beispiel in Deutschland auch überhaupt nicht verstehe, wenn man jetzt also, oder wenn eine verstorbene Person ein Konto hat bei einer Bank, dann dachte ich eigentlich und meine Familie, mein Bruder, wir dachten dann, dass man die Beerdigungskosten der Person einfach bei der Bank einreichen kann, weil die Person hatte ja ein Konto bei der Bank. Und das hat ja mit uns dann nicht mal was zu tun. Es will sich keiner bereichern oder irgendwas, nein, sondern einfach Person X hat ein Konto bei Bank X. Also warum kann man dann nicht einfach die Beerdigungskosten für Person X bei dieser Bank einreichen und sagen, hier, die Person wurde beerdigt, bitte bezahlt die Beerdigungskosten. Denn ihr hattet ja Geld, ihr habt ja ein Konto mit Geld von dieser Person. Ja? Aber nein, wenn eine Bank in die Geschäftsbedingungen, in diese scheiß Unterlagen da reinschreibt, nö, das ist bei uns nicht so. Also bei uns kann man die Beerdigungskosten der Person nicht einreichen, dass die bezahlt werden. Ja, dann ist es halt so. Ja? Ist für mich ganz schön unlogisch, unverständlich, weil. Ja, da will sich ja niemand bereichern oder niemand irgendwie Geld vom Konto holen oder irgendwas. Nein, es sind nachweislich einfach nur die Beerdigungskosten für diese Person. Ja, so. Und die werden jetzt eben nicht bezahlt und deswegen müssen wir da in Vorleistung gehen und etliche Sachen bezahlen. Das ist ja alles sehr, sehr teuer, muss ich sagen. Also allein die Trauerrednerin kostet hunderte Euro. Das Essen nach der Beerdigung wird hunderte Euro kosten.
Also man kann es natürlich alles auch ohne machen, aber machen wir natürlich nicht ohne. Also kann ja jeder machen, wie er will, aber wir machen es halt mit. Und ja, also von daher sind da einfach mehrere tausend Euro an Kosten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, vielleicht ich wollte es einfach nur kurz erzählen. Und ihr könnt eben, ihr wisst, wenn ihr mich kennt, dann ich habe schon mehrfach Silber verkauft und ich muss sagen, das sind jetzt wirklich die letzten beiden Münztuben, heißen die ja. Mit jeweils 20 Unzen reinem Silber. Ich habe euch die, ach so, ja, warte mal, da können wir mal kurz gucken. Ich habe die auch nochmal aufgemacht. Mit meiner Lieblingsmünze, die habe ich euch schon ganz oft gezeigt. Und zwar ist es die Arche Noah. Wartet mal, vielleicht ist hier ein schöneres Bild. Ja, also, wir klicken das mal kurz an. Ja, hier ist schärfer von der Qualität. Das hier ist eigentlich so meine Lieblingsmünze. Die wollte ich damals unbedingt haben, weil da eben nicht die Queen drauf ist auf der Rückseite. Die haben wir hier, die Rückseite. Da ist das drauf, irgendwelche Löwen, Adler, keine Ahnung. Und auf der Vorderseite ist eben wunderschön die Arche Noah auf dem Meer mit Bergen, der Sonne und einer Taube mit einem Friedenszweig. Oder wie heißt das hier? Lorbeerzweig, ne? Und da ist eben nicht die Queen drauf, weil ich hatte immer das Gefühl, boah, wenn da die Queen Elizabeth drauf ist, dann fühlt sich das für mich an, als wenn die Münze der Queen gehört. Naja, als wenn die Queen irgendwann bei mir an der Tür klopft. Klopf, klopf, hallo, ich will meine Silbermünzen. Naja, nee. Auf jeden Fall, diese Münze wird in Deutschland produziert von einer ultra bekannten Firma, also der Leipziger Edelmetallverarbeitung. Die stellen sehr viele Edelmetallprodukte her. Also, ja, es wird ganz offiziell in Deutschland produziert, diese Münze, auch wenn die irgendwie die Nationalmünze von Armenien ist oder so, aber die wird tatsächlich in Deutschland produziert. Fand ich sehr interessant, aber für mich war das noch perfekter, weil dann konnte ich mir 100% sicher sein, okay, das ist jetzt nicht irgendwie was Komisches, irgendwas mit Armenien, da wird nichts gefaked oder so. Nee, die kommt aus Deutschland oder die wird in Deutschland geprägt, die Münze. Und genau. So, und interessant ist vielleicht natürlich auch der Preis. Also erstmal, ich sag das nur nochmal, also ich habe das jetzt schon mehrmals gemacht, ich glaube wirklich drei oder vier Mal habe ich jetzt schon auf meinem YouTube-Kanal an meine Abonnenten Silber verkauft und es hat immer super funktioniert und es waren bisher wirklich alle zufrieden und ja, ich sitze ja noch hier, also ich will auch niemanden betrügen oder so. Ihr könnt das auch sehen, wartet mal. Mal gucken, ob das jetzt hier wieder ranzoomt, Quatsch, scharf stellt. Also das hier ist original eingeschweißt, luftdicht und da steht drauf, Hinweis bei Entfernung der Versiegelung. Müsste mal scharf stellen. Versiegelung geht die Schutzwirkung, bla bla bla, verloren, auf Englisch noch. Ja, also hier sind 20 Münzen drin. 40 Münzen würde ich insgesamt gerne verkaufen. Das ist das, was ich jetzt noch da habe. Also zu Hause. Und das sind 1,2 Kilo reines Silber. Und also pro Unze würde ich gerne. Ja, ich sag mal so, das ist egal, ob ich jetzt so 25 Euro nehme und Versandkosten für zwei versicherte Pakete, weil ich verschicke das nur mit einem Paket pro Tube, weil das immer bis 500 Euro versichert ist dann. Also, ob ich jetzt 25 Euro in Versandkosten nehme oder einfach 26 Euro pro Münze ohne Versandkosten, ist egal. Also, ich würde sagen, ja, letztendlich kommen da einfach Kosten von 1000. Wir machen einfach 26 Euro pro Münze ohne Versandkosten und dann wird das in zwei Paketen verschickt. Und zwar kostet das dann 1040 Euro. Könnt ihr euch ausrechnen. Das sind also pro reiner Unze Feinsilber sind das dann 26 Euro für 31 Gramm Feinsilber. Und ihr habt hier übrigens den Vergleich. Ich habe das nochmal aufgemacht und rausgesucht. Kettner Edelmetalle ist so ein ganz bekannter Online-Shop-Laden. Die haben vielleicht auch einen echten Laden. Ich glaube aus Berlin oder so. Vielleicht gibt es auch mehrere Läden, keine Ahnung. Und ich mache mich wahrscheinlich hier fast strafbar, wenn ich sage, das sind Betrüger. Aber in meinen Augen, also meine Meinung ist, dass die Leute. Also das ist wirklich nur meine Meinung. Ich habe ja gelernt, man darf ja seine Meinung nicht wirklich sagen, weil man kann damit ja den anderen beleidigen. Aber ich habe ja auch einen wirklichen Grund. Für mich ist Kettner Edelmetalle ein absolut schlechter Laden, einer der absolut schlechtesten Läden, die es überhaupt gibt. Weil man wird zwar vielleicht gut beraten und alles seriös, aber man bezahlt da einen absolut überteuerten Preis. Das habe ich auch schon mal erzählt. Also die wollen hier für eine ganz normale Unze Silberarche Noah wollen die 33 Euro haben. Oder wir haben auch noch, ich hatte vorhin auch noch andere Münzen da. Also die wollen, ach so, warte mal, jetzt ist es hier nicht mehr. Die wollen also für die ganzen Arche Noah, egal welcher Jahrgang, wollen die ungefähr immer 34 Euro haben. Das ist absolut überteuert.
Es gibt, also das hier ist einer der günstigsten Online-Shops, die es überhaupt gibt. Und da habe ich auch damals gekauft. Und hier kostet eine Münze theoretisch gerade 25,45 €. Aber die Münze ist gerade ausverkauft. Das heißt, ihr könnt da gar nichts kaufen. Und dazu sei noch gesagt, hier kommen natürlich dann auch noch Versandkosten und so weiter drauf. Das heißt, 26 € ist derselbe Preis wie im Online-Shop. Und ja, ich versende das natürlich auch versichert im Versand. Und wie gesagt, ich habe es auch schon mehrmals gemacht. Es hat immer funktioniert. Und ich brauche, wie gesagt, gerade einfach diese 1000 € mehr als Geld. Leider als dieses Silber. Ich habe noch ein bisschen Silber vergraben, ja. Das habe ich jetzt noch zu Hause, das würde ich gern verkaufen. Das ist vollkommen unbeschädigt, ohne Kratzer, ohne irgendwas und original verpackt. Und ja, das würde ich gerne an euch verkaufen, weil, wie gesagt, ich brauche das Geld. Und das haben wir bisher immer so gemacht, es hat super funktioniert. Ich schreibe meine E-Mail-Adresse unter das Video und wer möchte, nimmt einfach Kontakt mit mir auf und dann tauscht man seine Kontaktdaten aus. Und dann würde ich die Münzen aber erst tatsächlich losschicken, wenn auch das Geld auf meinem Konto ist, weil sonst ist es einfach viel zu hohes Risiko. Und wie gesagt, auf meinem Kanal könnt ihr gucken, ich habe schon mehrfach Silber verkauft. Es hat immer funktioniert. Super. Und genau, wer Interesse hat, der kann mir gerne schreiben. Ich schreibe meine E-Mail-Adresse, wie gesagt, unter das Video. Und ja, gibt es noch was zu sagen? Nö. Aber was ich sagen wollte, ist, also 26 € möchte ich pro Unze haben. Ohne Versandkosten, also die kommen nicht mehr drauf, die sind da schon drinne. Und ja, wie gesagt, bei Kettner Edelmetalle bezahlt ihr für diese Münze. Wo haben wir sie denn? Hier, zum Beispiel eine Unze Arche Noah 2023, 34 €. Unglaublich. In meinen Augen absolut überteuert, unglaublich. In meinen Augen ist es wirklich Abzocke ohnegleichen. Unfassbar. Unfassbar. Das sind irgendwie 25 bis 30% über dem, was man einfach bezahlen könnte, ganz easy. Ja, zum Beispiel bei mir oder in dem Online-Shop, wenn der jetzt liefern würde, dann auch hier. Ne? Ja, in diesem Sinne, ihr werdet bestimmt in Zukunft dann irgendwann wieder mehr von mir hören, aber ich muss sagen, die letzten Wochen waren wirklich richtig beschissen. Also ich hab selten so beschissene Wochen gehabt in meinem Leben wie jetzt, die letzten Wochen. Wir sind immer dahin gefahren, wo die Wohnung aufgelöst werden musste und so weiter und so fort. Es war einfach nur ultra anstrengend. Und ja, ich bin jetzt fertig und, also ich meine fertig körperlich und psychisch und alles und ja. Aber ich sehe, dass es wahrscheinlich auch wieder bergauf gehen wird und zwar ganz massiv. Also dadurch hat sich mein Leben auch komplett verändert irgendwie und das wird sich in den nächsten Monaten und Jahren jetzt zeigen. Und ja, also ich will nicht sagen, dass ihr gespannt sein könnt, aber doch, alternative Szene, was die anbelangt und so. Es wird ja sehr spannend gerade in Deutschland und ja, ich glaube, da wird noch einiges kommen. Und ich würde mir übrigens, da ich auch denke, dass ich vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen mehr auch in der Öffentlichkeit stehe. Ja, wenn man sich jetzt zum Beispiel Reichsbürger oder das Königreich Deutschland anguckt, die sind ja ständig in der Öffentlichkeit. Also ich könnte mir vorstellen, dass ich auch noch später ein bisschen in der Öffentlichkeit bin. Mal schauen. Und da würde ich mir auch meinen Ruf jetzt nicht kaputt machen, indem ich hier ein paar gefälschte Silbermünzen verkaufe. Ne? Will ich nur gesagt haben, falls jemand Angst hat, irgendwie, dass ich jetzt jemanden betrügen will oder so. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder ein bisschen häufiger. Es gibt ja wirklich eigentlich, ja, eigentlich ist schon alles gesagt, aber es gibt auch irgendwie wieder viel zu erzählen. Oh, ich glaube, jetzt muss ich niesen. Ja, ich glaube nämlich, dass ich auch noch krank werde jetzt eventuell. Na, mal gucken. Oder es ist einfach nur die Anstrengung. Also in diesem Sinne, ihr Lieben, ich hoffe, euch geht's fantastisch. Ich hoffe, euch geht's gut. Ihr seid gesund. Ihr habt nicht so viele Sorgen. Und ja, ihr rutscht gut in diese Transformationszeit, die jetzt kommt. Und ja, danke fürs Zuschauen. Wenn der eine oder andere Lust hat, sich ein bisschen Silber hinlegen möchte, dann sagt gerne Bescheid. Dann schicke ich euch das zu. Und ja, in diesem Sinne. Bis zum nächsten Video, ihr Lieben.